Okay, hi Leute, Part 1 von meinem Q&A. Mal schauen, ob ich im Bild bin. Timer gestellt, damit ich nicht über die Zeit gehe. Ich habe die Fragen grob sortiert, die ich auf Instagram und auf Facebook bekommen habe. Auf YouTube bekommen, nicht auf Facebook bekommen habe. Ich habe die jeweils grob sortiert und werde jetzt einfach durchrattern. Wenn ihr noch andere Fragen habt oder so, dann postet sie unten drunter, ist noch nichts in Stein gemeißelt. Erste Frage: Hast du eine Lieblingsdokumentation oder Lieblingsfilm? Lieblingsdokumentation nicht. Lieblingsfilm ja. Und zwar ist das Metropolis von Fritz Lang. Ist sehr lang, der Film. Ein expressionistischer, ja, Sci-Fi-Film aus den 20ern, könnte man sagen. Unfassbar groß. Unfassbar gute Special Effects für die Zeit. Also gucke ich sehr, sehr gerne, wenn ich die paar Stunden Zeit dafür habe. Kann ich jedem empfehlen. Wann hast du das letzte Mal Fleisch und tierische Produkte, zum Beispiel Eier oder Milch, gegessen? Das ist jetzt mehr als 5 Jahre her. Oh mein Gott, es sind 5 Jahre. Ja, es ist aber mehr als 5 Jahre her. Ich habe zuerst aufgehört, Fleisch zu essen. Und dann relativ kurz danach, also so zwei Wochen, eine Woche danach, habe ich mich dann halt entschlossen, auch alle anderen tierischen Produkte aus der Ernährung zu streichen. Also das ging halt ziemlich schnell. Aber ja, 5 Jahre, ich bereue es nach wie vor nicht. Jo, werde ich so weitermachen. Warum bist du denn in den Niederlanden? Kann man ein Studienjahr einfach so in die Niederlande verlegen? Ich bin aus mehreren Gründen in den Niederlanden. Zum einen möchte ich hier an der Universität meinen Master machen. Und dann dachte ich, dass das vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre, wenn ich die Universität halt vorher mal auschecken könnte, mehr oder weniger intensiv. Weil halt ein Master schon ziemlich wichtig ist und ich möchte ja auch später an der Uni arbeiten oder zumindest im wissenschaftlichen Bereich arbeiten und gerade da ist es halt wichtig, dass man den richtigen Master wählt. Dann wollte ich meine Niederländischkenntnisse verbessern. Das wurde auch gefragt, nicht im Q&A-Video, sondern in einem anderen Video, ob ich vorher schon Niederländisch gesprochen habe. Ja, ich habe vor ungefähr, ich glaube, gut 2 Jahren, 2 Jahre, ein paar Monate oder so angefangen, Niederländisch zu lernen. Und ich kann es schon ganz gut, würde ich sagen. Ich wollte aber halt dann ein halbes Jahr mal hier nur in den Niederlanden leben und nur Niederländisch sprechen, was halt in der Uni nicht so klappt, weil da alles auf Englisch ist. Aber außerhalb der Uni spreche ich halt nur Niederländisch, um einfach mein Niederländisch zu verbessern. Das war der zweite Grund. Dann noch ein Grund: Ich wollte halt generell ins Ausland. Ich wollte generell ein Auslandssemester machen und das hat sich halt angeboten, weil meine besten Freunde, bei denen ich halt auch jetzt hier wohne, die wohnen in Amersfoort. Das ist ungefähr ja, 20 Kilometer von der Uni entfernt, wo ich jetzt studiere, die Universität Utrecht. Und Utrecht hat einen der besten geografischen Fakultäten. Utrecht ist die beste Universität der Niederlande und das hat sich dementsprechend einfach angeboten, dass ich das dann hier mache. Kann man ein Studienjahr einfach so in die Niederlande verlagern? Ja, das geht relativ problemlos mit dem Erasmus-Programm. Das ist zwischen Deutschland, also es gibt zwischen allen EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern, also es gibt es auch mit Norwegen zum Beispiel, was halt ja kein EU-Mitgliedstaat ist. Und das wird durch die EU finanziert. Man kann sich die Sachen, die man dann hier im Ausland macht, relativ einfach anrechnen lassen auf die Kurse, die man dann quasi an der Heimatuniversität gemacht hätte. Das war bei mir ein bisschen bürokratischer Aufwand, weil eigentlich müssen immer zwei Institute einen Kooperationsvertrag haben. Das war halt in meinem Fall nicht der Fall. Ich musste dann irgendwie immer um 10 Ecken gehen, um dann endlich einen Ansprechpartner zu finden, der mir weiterhelfen konnte. Und am Ende habe ich dann halt einfach an der Uni Utrecht rumgeheult, so: Könnt ihr mir bitte helfen? Meine Uni macht nichts, ist zu unfähig. Und dann ging das auf einmal alles ganz schnell, wenn man einmal bei einer Partnerinstitution meckert. Ja, man kriegt noch finanzielle Unterstützung von der EU. In meinem Fall glaube ich jetzt 1000 Euro für die gesamte Dauer, also man kriegt es immer nur für 4 Monate pro Semester, also quasi 8 Monate pro Jahr. Dafür dann 1000 Euro, 800 kriege ich am Anfang, 200, ja, 200 müsste ich noch nachher kriegen, irgendwie sowas. Aber ja, das geht im Prinzip, wenn man einmal weiß, wie es geht, geht das wirklich relativ problemlos. Ich kann das wirklich jedem empfehlen, Auslandssemester zu machen. Das ist die beste Entscheidung, die ihr jemals machen werdet. Es sei denn, ihr geht an der Universität, die irgendwie scheiße ist, dann ist das wahrscheinlich keine gute Entscheidung. Warum bist du nicht mehr in Deutschland zu Hause? Ja, das hängt halt mit dem Auslandssemester zusammen und es hängt damit zusammen, dass ich nach meinem Auslandssemester
zwar noch ein halbes Jahr in Deutschland weiter studieren muss. Ich muss noch genau einen Kurs machen. Ich muss meine Bachelorarbeit schreiben und ich muss ein Praktikum machen. Und dann bin ich fertig mit meinem Studium, mit meinem Bachelorstudium. Ich möchte mein Masterstudium dann auch hier machen und dann möchte ich permanent in den Niederlanden bleiben, weil es mir hier aus sehr vielen Gründen besser gefällt als in Deutschland. Darüber müsste ich, glaube ich, ein einzelnes Video machen, aber alleine solche Sachen wie Fahrradinfrastruktur, dann solche Sachen wie, es ist eine ganze Menge Kleinigkeiten, die ich an den Niederlanden sehr viel besser finde als in Deutschland, die sehr viel besser geregelt sind, besser funktionieren, die ja irgendwie fortschrittlicher sind, die offener und toleranter sind, wenn man jetzt mal von Geert Wilders absieht, die mich dazu bewogen haben, dass ich meine Zukunft nicht in Deutschland sehe, sondern dass ich meine Zukunft in den Niederlanden sehe. Mal ganz abgesehen davon, dass ich finde, dass die Universitäten hier einen besseren Ruf haben, besser international vernetzt sind als deutsche Universitäten. Und ja, deshalb möchte ich auch auf Dauer hier bleiben. Also wenn ihr Interesse habt, dann kann ich dazu noch mal ein separates Video machen. Warum fährst du über Weihnachten weg und verbringst die Tage nicht mit deiner Mutter? Oder ist das für dich nicht so ein besonderes Familienfest? Das zweite trifft schon ziemlich genau. Also Weihnachten ist für mich nicht wirklich ein besonderes Fest. Ganz einfach. Erstmal aus dem Grund, weil ich es jetzt 21 Mal oder 20 Mal hintereinander gefeiert habe. Es ist irgendwie ausgelutscht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und naja, weil ich halt Atheist bin, ist diese ganze Sache von wegen mit Jesus ist geboren worden und sowas ja ohnehin nicht stimmt, weil man die Geburt Jesu dann ja irgendwann historisch nach hinten verschoben hat, um das mit anderen Festen zu koordinieren. Aber das, ne, ist auch ein anderes Thema. Das heißt, daran glaube ich nicht. Deshalb ist Weihnachten für mich im Prinzip ein, wenn man vom eigentlichen, wenn man den wirklichen Hintergrund betrachtet, ist es für mich ein inhaltsloses Fest. Ich bin der Meinung, dass Weihnachten ist dazu verkommen, dass man sich nur mit Geschenken überhäufen, versucht zu übertrumpfen und dass man Völlerei betreibt. Ich weiß, viele Leute sehen das anders, aber das ist irgendwie so meine Erfahrung in den letzten 2, 3 Jahren oder so. Und es pisst mich auch extrem an, dass man schon im September Weihnachtssüßigkeiten hat, dass der Weihnachtsmarkt im November anfängt. Das hat mir einfach total die Laune und total die Lust auf Weihnachten verdorben. Und deshalb habe ich halt, weil da noch andere Sachen in meinem Leben dazukommen, weshalb ich halt nicht unbedingt an ein romantisches Familienfest erinnert werden möchte, habe ich die Entscheidung gemacht, dass ich dem Ganzen entfliehe und dass ich ein paar Tage in London verbringe und mich nur auf mich selbst konzentriere. Grob gesagt. Und das ist irgendwie so ein bisschen wie in diesem einen Film, wo dieses Ehepaar versucht zu fliehen, aber dann kommt die Tochter irgendwie dann doch überraschend und alles geht den Bach runter. Ich muss euch mal den Filmtitel posten oder so. Gigantischer Film, ich liebe ihn. Ich hoffe, dass es nicht so wird. Aber generell ja. Also ich habe irgendwie keine Lust auf Weihnachten. 2 Minuten noch, ich habe noch Zeit für weitere Fragen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was hältst du von Taifun-Tofu? Finde ich lecker, die Varianten, die ohne Öl sind. Esse ich gerne, finde ich nur halt teuer. Ich finde die wirklich teuer. Und ich finde, einige Sorten schmecken halt, die klingen sehr interessant, aber die schmecken halt nur nach Tofu. Und dann finde ich, dass das Geld irgendwie, ja, das ist das Geld nicht wert. Hast du ein Rezept für vegane Weihnachtskekse? Ehrlicherweise nein, kein Rezept, das an Weihnachtskekse rankommt, weil die halt ohne Öl das sind halt keine Kekse, es sind halt so Kuchen in Plätzchenform, aber es sind halt keine knusprigen Kekse, weil das ohne Öl nicht geht. Deshalb mache ich die halt nicht. Was ist deine Lieblingssüßigkeit zu Weihnachten? Ehrlicherweise Obst und Datteln, weil ich keine Süßigkeiten esse. Wirklich nicht. Ich habe da auch irgendwie überhaupt gar kein Verlangen mehr nach. Also, ich habe jetzt zum Beispiel zu Sinterklaas, also es ist quasi ha, mehr oder weniger die niederländische Version von Nikolaus. Kommt nicht ganz überein. Aber irgendwie sowas in die Richtung habe ich halt ganz viele. Es gibt die Tradition, sich so Schokoladenbuchstaben zu schenken. Davon habe ich halt welche geschenkt bekommen. Aber es ist jetzt nichts, was ich mir persönlich kaufen würde, weil ich irgendwie Lust drauf habe. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, ja. Bin ich nicht mehr so auf dem Süßigkeiten-Trip. Was hältst du von dem labbrigen holländischen Brot? Der Hintergrund ist, dass eigentlich hat jedes Brot in den Niederlanden Toast-Konsistenz. Also das, was halt in Deutschland gibt es halt Brot und Toast und hier ist alles Toast. Ich liebe es, weil es einfach in Deutschland kein vernünftiges Toast gibt, das ohne Öl ist und nur aus Vollkornmehl besteht. Und hier ist halt Brot, also quasi Vollkorntoast, das nur aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe besteht. Finde ich voll cool. Ich liebe es. Ich
Ich konnte so lange kein Toast essen, weil ich die Zutaten so schrecklich fand. Und jetzt kann ich Toast essen. Also, ich liebe das labbrige niederländische Brot. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch weitere Q&A-Fragen für mich eingefallen sind, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, abonniert mich hier mit dem Link oder guckt euch eine Playlist an von einfachen Rezepten. Ich weiß nie, ob meine Hände jetzt wirklich dahin zeigen, wo sie hinzeigen sollen, aber ihr werdet es ja sehen in diesem wunderschönen Rahmen, den ich gezaubert habe. Wir sehen uns im nächsten Video.